Willkommen zu einem erneuten aggressiven Barrick Gameplay. Und ja, ihr werdet im Anfang gesehen haben und denkt euch vielleicht so: Haha, voll der Noob, ey, der ist nur Silber eingerankt worden, was ein Spaß. Dazu kann ich Folgendes sagen: Ich habe so, Rank 2.0 kam raus, Farbe direkt Hype hier, los, komm, lass reingame hier. Na, war so, ja, klar, kein Ding. Wir spielen zusammen 12 Spiele. Ja, ich stehe nach 4-8. Naja. War nicht so geil. Ich dachte mir schon, okay, das mit dem Rank, das wird heute ja erstmal nichts. Haben wir es gelassen. Habe ich allein weitergespielt. Wie gesagt, ich stand 4-8. Inzwischen stehe ich 20-9. Seit ich alleine gespielt habe oder in der Party mit Markus. Unserem Bombkick. Genau. So. Mit dem läuft die Party hier. Und ich bin inzwischen natürlich auch schon lange nicht mehr Silber 3, logischerweise. Ich war Silber 3, dann habe ich alleine weitergespielt und wurde direkt auf Gold 1 geupprankt. Und jetzt bin ich im Moment wieder auf 73 TP. Und stehe erneut wieder kurz vom Upranken. Also, man kann sagen, es läuft. Das mit den Ranks. Es war alles nur ein Prank. Aber jetzt, apropos Pranks. Wir sollten mal hier... So, Ruckus bleibt auf dem Punkt oder Serious oder was auch immer. Wir machen jetzt hier aggressiv Stimmung. So, Hook schon wieder verfehlt. Richtig gut, Makoa. So, sehr nice. Einfach wegdrängen hier. Schon wieder ein Turm. Guck mal, ja, ein Turm weg, schon ist der nächste da. Es ist einfach zu geil. Hallo, Andro. Wir müssen einfach aggressiv Stimmung machen hier. Lass die nicht zur Ruhe kommen. Drängen die zurück in ihre Base. Wir sind nicht hier, um mit denen Tee zu trinken. So, Willow, du willst nerven. Ja, okay. Die ist in meinen Turret reingeflogen und gestorben. Kann man auch mal machen. So, Lian, wir machen das hier, ne? Wir machen das, habe ich gehört. Sehr schön. Perfekt. Janos hat meinen Turm kaputt gemacht. Ach, es gibt natürlich sofort Rache. Ah, Bombking staubt ab. Voll der Aslak, den lade ich nie wieder in meine Party ein. Gut. Makoa. Na, suchst du wieder den Hook. Aber findest du nicht, weil so viele Türme weg sind. Na, oh, danke. Alle Kills werden an mir abgestaubt. Unglaublich. Hallo Ash. Auch tot. Super Sache. Janos mit dem Grip, hat auch keine Chance. Alle tot, nur Andro übrig. Und der geht völlig alleine in 5 Leute rein. Das ist auf jeden Fall ein Pro, würde ich mal sagen. Perfekt. So, ulten müssen wir eigentlich nicht, ne? Eigentlich ja nicht. Rukus ultet trotzdem, ist nicht schlimm. Damit fetzt er gerade einfach mal kurz alle weg. Ist ja nicht schlimm. Perfekt. Wie viele Ultis haben wir verwenden müssen? Eine. Wir haben eine Ulti verwendet, um 2-0 einzuschieben, dann 3 Minuten. Die Stats sagen dazu, ja, Top-Schaden bin ich und Bombking und Ruckus. Ja. Heilung ist ausgeglichen. Janos, weil er dauernd stirbt, kann er nicht viel heilen. Und Cyrus, weil wir gar keinen Schaden kriegen, kann er auch nichts heilen. Also, ein Teufelskreis. Ja, passiert, ne? Ich würde sagen, die Runde läuft bisher in Ordnung. 18er Streak für mich, 15er für Ruckus, 16er für Bombking. Und Lian und Cyrus, die Noobs, sind gestorben. Oder ist Cyrus gestorben? Tatsächlich. Und Lian ist nicht gestorben, die hat einfach nur... Die trifft nur nichts. Naja, Pech. Kann ja nicht jeder ein perfekter Lian-Spieler sein, vor allem, weil man dafür eh keinen Skill braucht. Also von daher... Okay, wo sind sie? Wo sind sie? Alle rechts! Oh, shit. Da ziehe ich mich lieber erstmal zurück. So, Ulti rein hier. Ha, Willow, ja, da guckst du ins Leere, ne? Ja, ja, ja. Da kann sie nichts machen. Oh, Step into the Light. Oh, so knapp. Das war knapp. Kannst du mal aufhören, mich die ganze Zeit zu grabben? Das ist nicht mal irgendwie gefährlich. Das nervt einfach nur. Ach, jetzt kommt er auch noch. Der entkommt nicht. Der kann nicht entkommen. Willow, du willst sterben, habe ich gehört. Perfekt. Sehr schön. Keine Chance hat sie. Hi, Janos. Na komm. Sehr schön, Lian hat ihn gut geholt. Noch ein Türmchen. Ash und Makoa, die Armen, ne? Die müssen so leiden hier. Willow auch wieder down? Na, ja doch. Makoa, wo willst du denn hin? Oh. Wir zeigen aber überhaupt keine Gnade, ne? Das ist eigentlich schon richtig unfair hier. Das ist einfach perfektes Matchmaking. Da gibt es, glaube ich, keiner über andere. Was macht Ash denn da? Wer hat die schon wieder auf den Punkt gehen lassen? Come on, let's fight!
Death awaits you all in mein Schild. Alter, Andro, was ist denn bei dir schief? Oh, oh. Ich bin immer noch voll hier. Danke, Sarah, für die Heals. Die sind sehr schön. Tschüss. Alle down. Alle down. Keine Chance. Tschüss, Willow. Ich habe dafür keine Assists gekriegt. Betrug. Andro, den kriegen wir. Wir beziehen mal hier wieder Position. Ah, vielleicht hätten wir das Schild vor Ruckus packen sollen hier. Vielleicht hätten wir das Schild vor Ruckus packen sollen. Aber der überlebt auch so, überlebt er so. Sieht nicht gut aus für ihn. Sieht nicht gut aus. Ich ziehe mich mal kurz zurück. Ja, Down Nummer 1. Down Nummer 2. Hallo? Nummer 2 habe ich gesagt. So. Oh oh, Andro. Andro drängt mich in die Ecke, aber muss sich zurückziehen. Weil wir hier mit zweier Mann Stärke da sind und weil Cyrus mich schon wieder voll hielt. Ey, das muss echt frustrierend sein für die Gegner gerade, aber. Pech. Pech! Bomb King stirbt. Was ein Noob. Machen wir schon. Willow. Down. Türmchen erledigt das. Was machst du da eigentlich, Andro? Was macht der Andro-Sister? Kann mir das jemand erklären? Also außer sterben jetzt. Los, nächster Tod. Auf wild. Nächster Kill. Ash auch down. Willow. Ah, kein Kill, aber noch ein Assist. Hallo, Andro. Na. Unglaublich. Ja, und schon wieder das Emote des Todes. Aber er dasht davon und lässt uns reinschieben. Auch gut. Ja, das kommt doch mal, wenn man zu früh emoten will. Es geht meistens schief. Ja, es geht meistens schief. Allerdings ist er dann durch mich durchgerasselt. Okay. Was sagen die Statistiken? Boah. Als einziger keinmal gestorben. Fast doppelt so viel Schaden wie Platz 2. Ja. Okay. Ist in Ordnung, denke ich. Kann man machen. 41-0. Gegnerteam hat keiner über... Ja. Immerhin fast 27.000 Schaden. Willow schafft nicht mal 20.000. Was war denn mit der schief, ey? Was war denn mit der schief? Auf jeden Fall eine sehr interessante Runde. Das zeigt auch mal wirklich die Kehrseite von Ranked, ne? Bisher hatten wir solche Games, die waren hardcore spannend, ne? Oder was heißt hardcore spannend, ne? Aber die waren wenigstens eng. Und dann hier. Einfach mal kurz durchgestampft. Unglaublich. Ich weiß auch nicht, was man da machen soll, ne? Da kannst du nichts machen. Jo. Und ich freue mich schon wieder auf meinen nächsten Uprank. Der demnächst kommt. Und dann bin ich von Gold 1 hoffentlich auch endlich in Platin. Und ich hoffe auch irgendwie so Platin 1, 2, 3. So um den Dreh. Also Platin 5 wäre eine Enttäuschung. Egal. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.